Hier haben wir in Otto Knoll, Kulturreferent des Pferdesportvereines Niederösterreich. Otto, was hast du da auf die Füße gestellt? Das ist eine ganz eine tolle Sache. Ja, mir war es ein Anliegen, weil ich mich mit der Pferdekultur schon seit vielen, vielen Jahren beschäftige, wenn nicht Jahrzehnte. Und auch mir mit meiner Heimatregion, der Wienerwaldregion. Und da bin ich drauf gekommen, dass bis ins 18. Jahrhundert, bis zum Verbot Kaiser Josef II., sind hier die Bauern der Region zu Fuß natürlich zum Ägidi-Wallfahrtsort Schwarzensee gekommen, um nicht den Wallfahrtspatron, den heiligen Ägidius, sondern den heiligen Stephanus, um Fürbitte für ihre Rosse zu verehren. Und nach dem Verbot Josef II. Ist das eingeschlafen und da haben wir gesagt, na, wie können wir das jetzt neu beleben, authentische Brücke von der Gegenwart zur Geschichte. Und da ist mir die Idee gekommen, was in den alpinen Bundesländern ist, könnten wir ja hier auch machen. Und so habe ich gesagt, machen wir einen Stefaniritt zu Ehren des heiligen Stephanus hier in Schwarzensee. Und ich glaube, das ist ein schöner Bogen von der Gegenwart zur Geschichte. Wir beleben die Kultur, Geschichte im Allgemeinen. Das Pferd als großer Kulturfaktor wird heute im Mittelpunkt gestellt. Und es passt auch schön hier in unserer wunderschönen Wienerwald. Bürgermeister Hans Wiedl von der Marktgemeinde in Weißenbach. Herr Bürgermeister, was sagst du zu diesem schönen neuen alten Brauch? Ja, es wird aufgelebt, dieser Brauch, am Stefanitag nach Schwarzensee zur Ägidikirchen einen Ritt zu machen, und ich muss sagen, ich bin beeindruckt davon. Am dritten Weihnachtstag, am Stefanitag, der Stefani-Ritt nach Schwarzensee. Farbe. Rot ist der Hinweis auf das Blut des heiligen Stephanus, der es für unseren christlichen Glauben vergossen hat. Heiliger Stephanus, ihr heiligen drei Könige, heiliger Georg, heiliger Pankratius, heiliger Crispin und heilige Crispian, heiliger Martin, heiliger Severin, heiliger Eligius, heiliger Leonhard, heiliger Ägidius, heiliger Winigis, heiliger Wulma, heiliger Wolfhard, heiliger Ludwig, heiliger Leopold, Österreichs Landespatron. Da haben wir jetzt die Stefanie Birkfellner. Stefanie Birkfellner feiert heute ihren 75. Geburtstag. Und Namenstag hat es auch noch am Stefanitag. Natürlich von Stefanie, man weiß. Und wir sind jetzt bei der Pferdewallfahrt hier
in Schwarzensee. Im Hintergrund hört man schon die Pferde. Stefanie, was ist der Auftrag da eigentlich? Ja, mein Auftrag da ist eigentlich, also einen kurzen Artikel für die Neuen zu schreiben, nehme ich an. Und ja. Und die Lesung soll ich wieder lesen. Am Stefanitag Vormittag, nicht? Genau. Und Nachmittag geht es, glaube ich, zum Geburtstag feiern, zum Fischergustl. Mit der Familie Geburtstag, ja. Mit lieben Freunden. Da wünschen wir noch alles Gute. Große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner, der Cyrea und der Alexandriner und Leute aus Sizilien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er an. Nach diesen Worten starb er. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Kommen gleich heraus, dann ist der Einzelsegner, kriegt die Pferde Salz und Brot und dann gibt es eine Stärkung auch für die Menschen. Wir machen das jetzt ganz schnell. Pater Benedikt. Nicht zu mir schon, bitte. Josef, komm her! Ja. So. Kriegst du auch was? Damit wir nicht beten müssen. Der Benedikt nur, ja. Laut reden wird von mir. Noch Weihwasser brauchen wir. Bin schon da. Bitte sehr. Und du bist auch schon Pferd. Nicht die Rolle. Hey! Nur eine Eselbeleidigung. So. So. Ist da was? Also, wirklich, die Geduld der Tiere ist zu bewundern. Ja, aber nur dann müssen wir wieder zum Pferd erklären zu bekommen. Wenn du mal dabei gehabt, dann hat er gesagt, nein, Hunde nicht. Aber wenn du jetzt ein Pferd bist, kriegst du okay, ja, das gehört. Da muss ich Ihnen etwas von Benedikt XVI. Erzählen. Okay. Sein Hundern ist verstorben. Und die traurige Hinterbliebene fragt an den Papst. Wir müssen jetzt weiter, Pater. Heiliger Vater, kommt der Hund auch in den Himmel oder nicht? Da hat Benedikt ein bisschen nachgedacht und dann hat er gesagt, na ja, wenn er brav war. Super. Was machst du? Sehr gut, das ist der, will auch gesehen. Der erste Mann. Danke. Der alles organisiert hat.
genau, brav. Ja. Sehr gut. Oh, danke. Vorbei, Wasser. Schwarzen See, das ist ja ganz ein mystischer Ort, da hinten mit der, glaube ich, einzigen Bauernkirche, da im Wienerwald. Und da passt das, glaube ich, wunderschön dazu. Wunderschön hier, Schwarzen See. Schwarzen See ist ein bisschen so ein Gebirgsort im Wienerwald. Im Wienerwald haben wir fast alle Landschaftsformen Österreichs vertreten, sage ich. Das ist meine Meinung. Auf kleiner Dimension. Hier der Beilstein gleich in der Nähe bei Schwarzen See. Einer der größten Klettergärten Österreichs mit der größten Herausforderung. Und hier das schöne Bergkirchchen zum heiligen Gidius. Ja, das passt optimal für so eine Pferdekuppelveranstaltung. Dankeschön für das Gespräch und eine schöne Feiertage. Ich sage danke nochmals, Herr Pressechef, und ich sage danke fürs Kommen und allen das Sehen und Hören. Sage ich danke für das Interesse.